Das, was gerade stattfindet, geht jetzt auch ganz offiziell immer weiter. Es hört nicht auf. Es gibt natürlich auch immer neue Variationen. Geht auch gar nicht anders. Gefühlt wird das Chaos immer größer, immer mehr Dunkelheit, auch immer mehr Restriktionen, immer mehr Unsicherheit. All das, was die sogenannten V-Experten, zwischen Klammern die Bösen, gesagt haben, scheint sich jetzt umzusetzen oder wird umgesetzt. Was ist hier los und wie gehen wir damit um? Immer mehr Menschen fangen an nachzudenken. Einige sagen, ich möchte einfach nur, dass das hier alles so schnell wie möglich vorbei ist. Und deswegen mache ich alles, was von mir gefragt wird. Von denjenigen, die in charge sind, also von denjenigen, die die Führung übernommen haben, von denjenigen, die die Macht haben. Sie werden schon wissen, was sie tun. Sie werden schon wissen, wie sie mich beschützen. Es gibt aber auch eine andere Gruppe von Menschen. Auch die wird gefühlt immer größer. Das ist die Gruppe von Menschen, die sagt, das kann doch alles gar kein Zufall sein. Es muss einen Schöpfer geben und Menschen, die sich dann vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Schöpfer auseinandersetzen und auch mit ihrem Bewusstsein. Ich habe immer die Wahl, gehe ich bewusst durchs Leben, wirklich bewusst, oder gehe ich unbewusst durchs Leben? Vertraue ich dem Schöpfer? Wirklich vertraue ich dem Schöpfer? Vertraue ich meiner Seele oder nehme ich den kurzen, schnellen Weg der schnellen Befriedigung? Ich habe das schon in vielen Videos gesagt. Zwischen meiner Seele, es geht ja nur um meine Seele und die Verbindung zu Gott, zum Schöpfer, zum Licht. Dazwischen ist eine Blockade und diese Blockade nennt man Ego. Ich bekomme dieses Ego in dem Augenblick, wo ich auf diesem Planeten geboren werde. Und dieses Ego steht mir im Weg. Wenn man so will, steht mir dann auch mein Körper im Weg. Denn der Körper, der verlangt unglaublich viel. Der ist mit der Erde, mit der Materie verbunden. Der ist Materie. Der ist mit dem Planeten direkt verbunden. Und meine Seele befindet sich in diesem Avatar, in diesem Körper, der nur fordert. Wie kann das sein? Warum macht der Schöpfer das? Nun, weil wir unsere Herausforderungen zu bewältigen haben. Deswegen sind wir auf diesem Planeten. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben hier unsere Herausforderungen zu bewältigen. Und manche haben große, manche haben kleinere Herausforderungen. Und ich kann sagen, ich will das aber gar nicht alles. Mein Ego will das nicht. Oder ich kann sagen, ich vertraue dem Schöpfer. Er wird schon das Richtige machen. Er wird mir schon zeigen, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Ich habe dabei immer die Wahl. Entscheide ich mich für meine Seele oder entscheide ich mich für mein Ego? Vertraue ich dem Schöpfer oder vertraue ich meinem Ego? Der Körper ist Materie. Und der Körper verlangt. Dann hat er Durst, dann hat er Hunger, dann fühlt er Schmerzen, dann ist er müde, dann will er Vergnügen, dann will er neue Kleidung, dann will er neue Schuhe, dann will er was anderes trinken als Wasser, vielleicht ein Wein oder ein Bier. Der Körper verlangt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann will er ansehen, dann will er zu einer Gruppe von Menschen gehören, wo er vielleicht gar nicht, wo die Seele sich vielleicht gar nicht wohlfühlt. Der Körper ist reine Materie. Der Körper verlangt. Der Körper lenkt uns ab. Absichtlich. Jeden Tag werden wir vor die Wahl gestellt. In diesem Körper haben wir unsere Herausforderungen zu bewältigen. Das Vertrauen in Gott, das Vertrauen in den Schöpfer, das ist ja, das ist unglaublich wichtig und gleichzeitig unglaublich schwer. Denn wie oft
hat er mich im Stich gelassen. Selbstverständlich hat der Schöpfer uns nie im Stich gelassen. Der Schöpfer ist immer da. Aber wenn ich nicht bewusst durchs Leben gehe und wenn ich auch nicht sehe, dass es manchmal nicht der Weg ist, den ich mir für mich überlegt habe, sondern manchmal der Weg, den der Schöpfer für meine Seele für richtig hält, damit ich an meiner Seele arbeiten kann, dann sehe ich das große Ganze natürlich nicht. Ich arbeite so viel, ich mache so viel und trotzdem bin ich nicht erfolgreich. Auch das ein Trugschluss. Wenn ich viel dafür tue, um etwas zu erreichen, bin ich immer erfolgreich. Und manche tun gar nichts und sind trotzdem unheimlich erfolgreich. Auch das ein Trugschluss. Was heißt erfolgreich? Wir bewerten erfolgreich anhand unserer materiellen Bedürfnisse, anhand der Materie, die wir auf diesem Planeten sehen. Für 99% der Menschen zeichnet sich Erfolg ab in Materie. Ein großes Haus, ein großer Pool, vielleicht 3 Häuser, großes Auto, viel Geld, essen zu gehen, in die teuersten Restaurants, die teuersten Klamotten zu tragen. Das ist für die meisten Menschen Erfolg. Aus Sicht des Schöpfers ist Erfolg etwas ganz anderes. Aus Sicht des Schöpfers ist derjenige erfolgreich, der so viel wie möglich Licht in seine Seele anzieht und der die Verbindung zum Schöpfer so viel wie möglich herstellen kann. Das ist Erfolg. Das sehen wir manchmal gar nicht. Schauen wir uns auch in der Bibel um. Die erfolgreichsten Menschen wurden auf diesem Planeten von den anderen Menschen oft gemieden, oft sogar beschimpft. Einige haben ein Ende genommen, was nicht so toll war. Viele von ihnen wurden übrigens auch nicht geglaubt. Da wurde gesagt, das ist ein Spinner, was der alles erzählt oder die erzählt. Auch die Prophezeiungen oder die Warnungen oder die guten Ratschläge, sie wurden nicht akzeptiert, weil die Materie zu stark ist. Die Materie des Körpers, des Egos. Das Ego hat gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht drauf hören. Das ist mir zu unsicher. Das ist mir zu vage. Und da kommen wir auf den anderen Punkt. Wenn Kinder von ihren Eltern nicht gut behandelt werden oder Ehefrauen von ihrem Ehemann nicht gut behandelt werden, vielleicht sogar ganz schlecht behandelt werden, egal in welcher Hinsicht, in körperlicher Hinsicht oder auch in psychischer Hinsicht. Es gibt auch Psychoterror in Ehen, wo Frauen oder auch Männer das jahrelang aushalten. Warum? Weil sie wissen, dass sie das haben, weil sie das kennen, weil sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Es gibt sehr viele Menschen, die bleiben in der Situation, in der sie sind und handeln nicht, weil sie Angst haben vor dem Unsicheren, vor dem, was sie nicht kennen. Da gibt es ganz viele Psychologen, die darüber dicke Bücher schreiben, geschrieben haben und immer noch schreiben. Über die Menschen, die in einer Situation, die ihnen nicht gut tut, trotzdem sehr lange bleiben und manchmal sogar ihr Leben lang bleiben, bis sie sterben. Und die dann auf ihrem Sterbebett sagen, manchmal hätte ich mal alles anders gemacht. Warum machen Menschen das? Weil sie Angst haben vor dem Unsicheren, vor der Zukunft, vor dem, was sie nicht kennen. Weil sie kein Gottvertrauen haben, weil sie kein Vertrauen in den Schöpfer haben, weil sie nur das vertrauen, was sie sehen können, weil sie nicht vertrauen, weil sie sich nicht vorstellen können vielleicht, dass es den Schöpfer gibt. Wie kann man da hinkommen in diese Situation, wie kann man zu dem Punkt kommen? Nur indem man sich sehr viel damit beschäftigt. Und ich wiederhole es, wir sehen maximal 1% von all dem, was existiert. Wir sehen ja auch nicht die Luft, die wir atmen. Und trotzdem ist sie da. Wir sehen den Schöpfer nicht. Und trotzdem ist er da. Er oder es oder sie, wie wir sie nennen möchten, oder es, er nennen möchten. Die unendliche göttliche Kraft,
das unendliche göttliche Licht. Wir sind alle eins und wir sind alle Kinder des Schöpfers. Und er lässt uns niemals im Stich, auch wenn es manchmal so aussieht. Und deswegen hier die Frage, wem vertraue ich? Wer zeigt mir den richtigen Weg?